Hey ihr da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und der Zoe. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, immer wieder die Anmoderation doch etwas schwierig bis zu diesem Weg hierhin. Aber wir machen heute so ein bisschen eine kleine Reaction. Auf was? Auf das Winterdorf. Ganz richtig. Denn es gibt ja so ein paar Änderungen am Winterdorf, die wir mitbekommen haben. Wir wissen jetzt noch nicht, in welchem Ausmaß es ist. Trotzdem wollen wir ein bisschen drauf reacten und so ein bisschen verspätetes Update machen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich war nicht mehr online seit der letzten Challenge, gebe ich zu. Und du, Zoe? Same. Ja, gut. So viel zu unserer aktuellen Lage. Let's go zu der Reaction zu dem wunderschönen Winterdorf, hoffentlich. Zoe, man kann hier durch Ferngläser schauen. Ernst jetzt? Ja. Oh mein Gott. Aber was soll da sein? What the? Stern! Ich will die Sterne fangen. Stern. Hallo, Stern. Ich will dich fangen. Da. Das klappt gar nicht. Nee, ist irgendwie ich ganz lass komisch. Das jetzt auch. Das funktioniert hier gar nicht. Was habe ich hier? Hier habe ich ein Buch. Jorviks Astrologie als Reiter durch die Galaxis. Ein seltenes... Okay, jetzt habe ich schon gerade keine Lust mehr zu lesen. Also es gibt anscheinend Sternbilder, die man entdecken kann, aber ich bin zu ungeduldig dafür. Und du schätze ich auch. Deshalb lass uns mal einfach runterrutschen jetzt in Richtung Winterzeit. Ui, das ist doch schön. Das sieht Moment. Ziemlich ähnlich aus, ne? Moment, ich bin noch gar nicht so weit, Mann. Ja, wo bist du denn schon wieder? Okay, okay, das sieht interessant aus, tatsächlich. Ach, du bist an mir vorbeigerutscht. Ja. Okay, also hier drinnen, glaube, hat sich der Bodenbelag hat sich verändert. So ein bisschen und auch. Der Baum, der steht komplett. Wo ist der Baum? Der ist sonst. Da ist der Baum. Und oh. Die Shops sind auch ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen mehr wie so eine Gasse jetzt. Ah, hier. Wir können direkt die Geschenke auspacken. Oh ja, ich lieb's. Eins Schneegestöber Bianit. Was ist es? Was denn? Das Schneegestöber Bianit. Was genau soll es mir bringen? Ist ein Pferd ausgehen? Nein, okay, ist nicht. XP und was ist das hier? Dann habe ich XP bekommen und bei 3. Mein Rucksack ist voll. Das ist die Schnee. Ein Beanie. Ich lese Bianit. Oh mein Gott, das ist ein Beanie. So, ich habe auch Böhnen. Bernie. Okay, wisst ihr was? Ich schmeiß die blöden Seelensplitter weg. Ich krieg Schneegestöberhose. Und eine Mütze. Kommt sie dir jetzt auch an? Komm, wir ziehen die an, ja. Komm, let's go. Finde ich doch eigentlich recht schön sogar. Und jetzt will ich sagen, damit die weihnachtliche Stimmung noch vollendet ist, lass doch mal gucken, ob in den Shops ein bisschen neue Sachen sind. So, wir suchen uns jetzt ein schönes Winteroutfit. Wo? Beim zweiten sind neue Sachen. Wie ah, da sind die. Die sind übel teuer. Sehe ich aus, als bin ich rich. 148 für Jacke? Ja, für eine Jacke. Oh, aber die eine, die blaue, ist voll schön. Guck mal, die klassische Winterjacke. Die sieht schon echt schön aus. Aber sie ist so teuer. Warum ist das so teuer? Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich hätte es mir auch gekauft, aber es ist mir irgendwie 150? Nicht wert. Ja. Ich habe doch jetzt erst gespart für ein Easy. Weißt du was? Wir gehen einfach in einen anderen Shop und kaufen jetzt dann so ein Billo-Oberteil von 2000 Zwieback. Guck mal, hier ist es für die Armen. Das ist der Shop für die Armen. Traurig, Mann. Selbst, aber es ist hässlich. Irgendwo war doch so ein Shop mit diesen süßen alten Pullis. Und da ist der richtige Shop. Guck ihn dir an, das finde ich süß. Das finde ich mega cute. Oh Gott. Schnuffig, oder? Pullover. Ich liebe Strickpullover, ist einfach geil. Ich glaube, ich lass mal das mit dem Pinguin holen. Das finde ich richtig süß. Der Pinguin. Ach, oh mein Gott. Okay, ich kaufe den Pinguin. Oh nein, mein Rucksack ist voll. Mist. Das sind 49 Starcoins, das weißt du. Egal. Nein, ich nehme es. Wir nehmen ein anderes. Ich nehme diesen Weihnachtsmann-Dinger. So, ich bin ausgestattet. Ich finde, das passt auch richtig schön. Oh, wir sehen so lustig aus. Okay. Ja. Machen wir weiter mit unserer Besichtigung. Ja. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Wir haben hier Pinguinrutschen.
Oh mein Gott, Gott, wie niedlich ist das denn bitte? Extrem süß. Ich kann hier so sliden. Genauso habe ich mich letztens mit dem Auto gefühlt. Oh mein Gott. Kritisch. Okay, gucken wir uns mal an beim Weihnachtsmann, wie es da vorne aussieht. Ich habe ja schon Spoiler gehört von einer gewissen Person, dass es jetzt einen Platz geben soll. Ich sag jetzt mal nicht, wer mich gespoilert hat. Mhm. Ja. Aber da oben ist der Weihnachtsmann. Er sieht, hier ist kein Weihnachtsmann. Er ist... Er hat keine Zeit. Ja, er ist schon Geschenke suchen. Ja. Da sind die süßen Wintertiere. Ja. Die sind so teuer. Kann ich mir eh nicht leisten. So, weiter im Text. Jetzt hier sind die Verkaufsstände, die wurden auch erneuert, ne? Ja, ich finde, das sieht richtig cool aus. Finde ich auch. Und jetzt kommt das Allerbeste von allem. Der Weihnachtsplatz! Ja, Mann! Und man kann sogar Menschen ausblenden. Oh! Oh, Kuss! Geht raus. Das ist wirklich... Danke, SSO. Danke, SSO, dafür, dass ihr einen Weihnachtsplatz gemacht habt. Ich wollte schon immer im Schnee in SSO reiten. Ich finde es toll. Hier wird sowas von eine Kurzgeschichte sein. Ja. Das sage ich dir schon. Und du hilfst mir, oder? Ja, natürlich helfe ich dir. Kann man hier Hindernisse aufstellen, weil hier welche stehen? Nee, oder? Das wäre schon fast zu viel des Guten. Gehen wir mal weiterschauen, was es hier noch so gibt. Oh Mann, aber die Hindernisse stehen da. Das wäre cool, wenn man da welche aufbauen könnte, so Winterhindernisse. Echt, boah, das wäre echt mega cool. Das wäre mega, gell? So. Ah, das ist aber noch von letztem Mal, glaube ich, noch hier. Ja, ich glaube auch, das ist, ja. Aber es ist kleiner geworden, glaube ich. Ist ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Und das hier ist aber, glaube ich, da ist nochmal eine Hütte. Hä? Hier. Ah, nee, das ist nur die letzte. Okay, und allgemein hat sich alles so ein bisschen verändert. Also irgendwie die Baumstrukturen und so sind anders geworden, oder? Da ist irgendein Rennschild, also dass man da ein Rennen machen kann. Was ist das? Hier, Kristalle hier, ne? Die Kristalle sehen echt fancy aus, muss ich an der Stelle mal zugeben. Dias. Ja, wir haben gerade Minecraft gespielt, da ist ja auch gerade eine neue Version rausgekommen. Und da war es so einfach, Dias zu finden, das war wirklich... sehr angenehm. Oh mein Gott, Zoe! Was denn? Hi! Wo sind die denn? Ich hab Angst. Ein bisschen eskaliert mit der Größe irgendwie. Nur leicht. Größer als ein Scheier. Oh, guck mal, hier sind schon wieder die süßen Rehhirsche. Man weiß nicht genau, was es sind. Ist es jetzt, ist es ein Winterreh oder warum hat es einen Bart? Oh Gott, das Glubschauge. Naja, ich wollte gerade sagen, tippe dich mal rüber. Scheiße, wieso kann man sich denn nicht tippen? Ah, hier, ich hab mich wieder gesnallt. Die sind aber auch voll süß, oder? Dann müssen wir gleich mal ein Bild machen. Hier, ganz kurzer Stopp, wir machen hier ein Bild. Da entsteht dieses Thumbnail. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie hier nicht mehr so viel Neues ist oder kommt. Ich habe einen Stern gefunden. Jetzt. Der Stern hat sich mit meinem Pferd erschreckt. Okay, dankeschön. Na gut. Dann reiten wir jetzt mal hier durch. Sieht doch relativ aus wie immer, nur mit bisschen anderer Grafik. Also ich muss sagen, ich dachte, es gab mehr Änderungen, oder? Ja, irgendwie schon. Aber letztendlich auch von der Grafik hat sich eigentlich auch vieles getan von letztem Mal. Oder ich kann mich auch gar nicht mehr so gut erinnern und hier kann man gar nicht mehr durch. Lol. Ah, schau mal. Hier ist dann nochmal ein Lagerfeuer. Also, doch, es ist schon ein bisschen anders. Ja, ich bin einfach weitergeritten um die Ecke. Ich bin jetzt gleich bei den Pingus wieder zurück. Dann bin ich schon längst dabei. Echt? Ups. Also, ich bin euch ehrlich. Ich finde die Änderungen, die gemacht wurden, schön. Ich denke, man hätte noch mehr ändern können. Aber ich finde es eigentlich doch ganz fresh. Und es ist doch ein bisschen frischer Wind, wenn jetzt hier einfach mal so ein paar Änderungen vorgenommen wurden. Auch wenn, wie gesagt, für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr verändert hätte werden können. Aber ja, ihr kennt mich ja. Ich mag ja Veränderungen, es ist so. Und mein Highlight, mein persönliches Highlight ist der Platz. Was findest du am besten? Den Platz. Den Platz? Und ich finde auch tatsächlich, die Bodenpflasterei sieht irgendwie cool aus.
einfach sieht echt aus. Mhm, also es ist. Also nicht echt, es ist Rohniveau, sag ich jetzt mal. Er sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Aber wie gesagt, ich bin doch, wie gesagt, positiv überrascht, dass sie da doch wenigstens mal was geändert haben und mal so ein bisschen was zu gucken und zu schauen hat. Und unseren wunderschönen Outfits verabschieden wir uns dann auch wieder. Wünschen euch einen ganz tollen Dezember-Advent und ich hoffe, ihr habt einen Adventskalender im Gegensatz zu mir. Ich habe nämlich keinen. Ich hoffe einfach, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich bin in ganz weihnachtlicher Stimmung. So ihr auch, oder? Es geht. Es geht? Es geht, ja. Soll ich die Plätzchen rüberbringen? Die haben wir schon längst gebacken. Was? Ja, okay. Plätzchen und trotzdem keine Weihnachtsstimmung. Schreibt mal unten auf jeden Fall rein, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid oder ob ihr wie Zoe noch gar nicht in den Weihnachtsvibe seid. Ansonsten macht's gut, ihr Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.